Hallöchen, mein Name ist Toxic, dies ist das Yu-Gi-Oh! Also das Let's Play Yu-Gi-Oh! 5Ds Stardust Accelerator oder auch World Championship 9. 2009. Yeah. Ah, das ist Toxic. Hast du gehört? Ja. Ich gehe durch die Pipeline in die Stadt. Ich hole mir meine Karte von Jack zurück. Ja, das hörte ich. Du hast deine Erinnerung verloren. Verstehe, bedeutet das, du bist eigentlich aus der Stadt? Das ist sehr wahrscheinlich. So, gehst du in die Stadt? Richtig. Sieht aus, als wäre dein Duran noch nicht fertig. Ich hoffe bald. Es ist Zeit, wir sollten besser gehen. Ich will speichern. Sei vorsichtig, you say. Tank. Blitz. Und Nerven auch. Wo seid ihr? Die drei bauen gerade den PC im Raum nebenan auf. Wir werden dich beobachten. Nun dann. Pass auf dich auf, Toxic. Ich warte in der Stadt. Yay. Tschüss, Protagonist. Du hast 3 Minuten, um durch die Pipeline zu kommen. Du musst zum Ausgang zur Stadt. Wenn ich es nicht schaffe, drück mich der Müll zurück. Ich bin dann weg. Okay, 3 Minuten. Wir haben jetzt 1:45. Alles bereit? Na klar. Wow. So viel gesehen. Hey, Yusei ist dabei. Das ist es. Was macht dieser dicke Fan da? Ramm ihn nicht. Ah, Müll, pass auf. Pass auf. Yeah. Oh yeah, Blitz. Guckt ihn euch an. Aha. Nur noch ein bisschen. Okay, du hast es geschafft, Yusei. Ich wusste es. Toxic, Yusei ist durch die Pipeline. Er ist in der Stadt. Weißt du was, Toxic? Ich werde dir helfen, deine Erinnerung wiederzufinden. Wir werden dir alleine helfen. Wir werden dir alle helfen, einen Weg in die Stadt zu finden. Yay. Ein paar Tage später. Er muss einfach sein. Okay. Toxic! Ich glaube, ich habe was gefunden. Kannst du das benutzen? Ready gibt dir eine CPU. Und like the fuck, ich weiß doch, wie man die einbaut. Die Anzeige, die nicht richtig funktioniert hat, stabilisiert sich plötzlich. Scheint, als hätte die CPU eine sehr gute Leistung. Da, jetzt bist du fähig, einen Duelrunner zu fahren. Und hier, schau. Rally gibt dir einen Fahreranzug. Warum brauche ich davon einen Anzug? Ich kann einfach so fahren. Sieht doch chillig aus. Ich dachte, es wäre schwer, einen Duelrunner in dieser Aufmachung zu finden, zu fahren. Daher benutze den Fahreranzug. Jetzt bist du bereit. Rally, wo hast du die CPU und den Anzug her? Ach, das ist ein Geheimnis. Warum machst du keine Testfahrt? Wenn du zum alten Highway gehst, kein Problem. Der alte Highway liegt die Hauptstraße entlang nicht im Süden. Vorher konnte man nicht auf die andere Seite, aber jetzt gibt es eine Brücke. Cool Story, bra. So, ich würde sagen, hier lang Richtung Süden, oder? Wahrscheinlich hier unten lang. Oh, wow, eine schöne Brücke. So, Außenbezirk Slum. Okay. Ich werde jetzt einfach zur Brücke gehen. Würde ich jetzt einfach mal so tippen. Genau. Oh, ich habe mich umgezogen. Rar.
Achso, ich habe natürlich Polizeianzug an. Das hätte man mir auch sagen können. Jetzt weiß ich, warum ich den auch anhaben muss. So, ich muss schneller als 2 Minuten sein. Ach, das sind kleine Extrasachen, die hier. Ach so. Ich muss mit A-Gas drücken. Nee, der hat keinen Rechtsfall. Nein. Okay, 2 Minuten hier in der Runde zu fahren sollte eigentlich ganz locker easy gehen. Ja, gut. Dass ich kein Autorennen spiele oder sowas, Let's Play ist nämlich nichts für mich. Ist ein kleines, schönes Gimmick, was hier noch drin ist, aber naja. Wirklich nötig ist es jetzt nicht. Ich glaube, man merkt doch, dass ich sowas nicht spiele. Oh, scheiße. Ja, ich halt einfach auf Gas gedrückt, ich meine. Seriously. Okay, das könnte vielleicht etwas komplizierter werden, als ich gedacht habe. Oh, da ist auch Schlamm. Nein, nein. Ja. Jetzt ist natürlich Scheiße. Ich dachte zuerst, das wäre so ein Speed-Ding, aber glücklicherweise bin ich dann doch ausgewichen. Ich hoffe, dass ich jetzt den Rest in 2 Minuten in einer Minute schaffe. Ich habe ja noch nicht mal mehr eine Minute. Ja, das war's jetzt. Das wird jetzt knapp. In 30 Sekunden dann noch in die 3-4 Kurven. Okay, 30 Sekunden. Okay, come on. Komm. Oh, nein, angeeckt. 20 Sekunden. Ich krieg kein Speed. Nein. 10. Gleich. Ja. Okay. Ich hatte auch noch 10 Sekunden Zeit. Eine Info, auch wenn man ein totaler Noob ist, man siehe, man schafft das. Eine starke Schockwelle schießt durch deinen Kopf. Ein Teil deiner Erinnerung ist zurück. Schon wieder das. What the fuck? Hab ich an irgendwas gebaut oder was? Wir sind die Route abgelaufen, gehen wir zu den anderen zurück. Wer ist wir? Oh mein Gott. Ist der am Let's Real-Lifen oder was? Das geht gar nicht. So. Jetzt müssten wir eigentlich nur hier wieder rein. Willkommen zurück, Toxic. Wie war die Testfahrt? Das war das erste Mal. Du musst also müde sein. Hier, ruh dich aus. Dann erzähle mir. Dann erzähle mir. What the fuck? Ups, Entschuldigung, das stimmt. Okay. Wachmänner? Warum? Ich weiß es nicht, aber schnell, renn und versteck dich. Rally Dawson, du bist des Diebstahls beschuldigt. Rally Dawson, ist Rally Dawson hier? Kannst dich nicht verstecken. Das Zeichen auf deiner Stirn zeigt, dass du ein Verbrecher bist. Schon vergessen? Solange du es hast, können wir dich jederzeit aufspüren. Rally! Super! Was machen wir jetzt? Und was ist jetzt? Das Programm, das USA zurückgelassen hat. Die finden uns, wenn wir es benutzen. Ich würde das Teil mal anwerfen. Ihr solltet besser alle bereit sein, wegzurennen. Yay. Officer Trudge, dieses Signal ist plötzlich verschwunden. Was? Alles klar, erstmal weg hier. Richtig, Toxic auf den Dual Runner und weg hier. Auf diese Weise sollte es schneller gehen. Los, der alte Highway. Yay. Ein Dual Runner. Schon wieder das gleiche Satellite-Kind. Diesmal kommst du mir nicht. Stopp!
Trollolololololololol. Der alte Highway ist dort vorne, aber ich glaube, der Kerl etwa, er kann vor mir entkommen, einem Wachmann auf einem Dual Runner. Ha, ich muss lachen, wie übel, das wird spaßig. Versuche es, ich hole dich. Okay, das wird wahrscheinlich echt schwer. Okay. Wahrscheinlich ist er auch noch schneller als ich, dass ich sie doch eigentlich gar nicht anecken oder so. So, ich gucke einfach nur auf die Strecke. Ich gucke gar nicht, wo Trudge sich befindet. Immer locker easy die Kurve nehmen. Schön locker easy. Nein, den Speed brauche ich nicht. Er nimmt ihn auch nicht. Ich würde jetzt gerne einen Blick drauf haben, wo er sich befindet, aber ich glaube, das werde ich koordinativ nicht hinkriegen. Ach, das ist Matsch. Das ist auch Matsch. High Speed. Oh nein, das war zu viel. LOL. What the fuck? Warum ist das so weit hinten? Ich dachte, das wäre ein Wachmann. Ich dachte, das wird hier. Übelst krass, was war das? Was war das? What the fuck? Nein! Nein! Fuck! Nein! Okay, das ist knapp. WTF! Yay! Abschaum, das nächste Mal lasse ich dich dafür zahlen. Okay, ich vermute, ich soll jetzt zurückgehen, obwohl das an sich die dümmste Idee wäre, die ich jetzt gerade im Kopf habe. Aber ist mir egal. Stehen die Bullen da noch? Hey, hast du dich mit Wachmännern angelegt? Pech gehabt. Hier haben wir auch Probleme. Tank und Blitz wurden zusammen mit Lenny aufgemischt. Wer ist Lenny? Die zwei sind zur Fabrik und nicht wiedergekommen. Kannst du ihnen helfen? Die Fabrik ist westlich vom Dualrunner-Laden. Danke. Okay, ich gehe trotzdem erstmal speichern. Wer ist Lenny? What the fuck? Hab ich was verpasst? Nein. Wer zum Henker ist Lenny? Das wusste ich jetzt echt gern. Oh mein Gott, wer ist Lenny? Okay, ich meine, der Dualrunner-Laden war hier nicht. Gut. So. Jö mit Ö. So, Wesley vom Dualrunner-Laden wäre, wenn das auf der Seite da wäre, hier. Also müsste es hier unten irgendwo sein. Aus dem Bezirk Slums. Wahrscheinlich dann hier rein. Ich gehe einfach immer weiter nach Westen. Oh, tatsächlich. Hier ist eine Fabrik. Heili, hallo. Oh, hier ist nix. So, das ist auch so ein Rätsel. Hä, was muss ich machen? Verstecken. Bewegungen sind in der eingeschränkten Zeit nicht gestattet. Okay, ich muss irgendwas jetzt machen. Was weiß ich jetzt aber selbst nicht. Hä? Lol, als wenn. Als wenn es das ist. Hä? Hab ich irgendwas? Hab ich irgendwas verpasst? Hab ich irgendetwas verpasst? Dieses Gerät scheint etwas anders gleichzeitig zu öffnen. Ah, oh. Verstehe. Hallo? Hallo? Muss ich das nicht mit A schieben?
Aber kann ich das nicht da lang schieben, oder was? Okay, uno momento. Okay, ich geh nochmal raus. Dann geh ich nochmal rein. Ja. Mach ich das jetzt so? So. Und du kannst an der Ecke bleiben. So, wenn ich jetzt den... Hey, warum kann ich die hier nicht runterschieben? Daran kann ich aber schieben, oder was? Okay. Das ist irgendwie Brainfucked pur. Wie sieht's denn aus, wenn ich das so mache? Okay, I'm officially brain dead. Ist hier irgendwas? Hallo? Hallo? Okay, ich vermute, ich muss irgendwie diesen Schalter da aktivieren. So, jetzt habe ich mich sowieso zugebaut, also muss ich nochmal raus und nochmal rein. So, ich stelle mich jetzt einfach mal die ganze Zeit auf den Schalter. Ach, Momentchen. Ach, okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Ich glaube, ich habe es verstanden. So. Und dann schieben wir das hier eins, zwei runter. Okay, ja, ich habe was anderes gedacht. Keine Ahnung, was da durch meinen Kopf ging. Hey, eine Kiste! Nochmal Urknall, Kanone und was uns um die Ecke erwartet, sehen wir im nächsten Part von Yu-Gi-Oh! 5Ds. Stardust Accelerator oder World Championship 2009. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.